Es ist eines der umstrittensten Themen zwischen Union und SPD. Schon die Einigung im Koalitionsvertrag war mühsam, am Ende setzte die SPD durch, dass der im Frühjahr gestoppte Familiennachzug für Flüchtlinge wieder möglich wird. Ab August sollen laut Koalitionsvertrag monatlich 1000 Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern aus humanitären Gründen zu Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus nachziehen dürfen. Doch die CSU versucht offenbar alles, um die Zahl von 1000 Nachzüglern pro Monat zu unterschreiten. Erst nervte Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, die SPD mit äußerst strengen Kriterien, jetzt schlägt hier nach Spiegelinformationen vor, dass das die Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amts, AA, überprüfen, welche der im Ausland antragstellenden Familienmitglieder berechtigt sind, deren in Deutschland lebenden Angehörigen zu folgen. Diese Meldung stammt aus dem Spiegel. Den neuen Spiegel finden Sie hier. Klammer zu: Dieser Plan stößt bei Außenminister Heiko Maas, SPD, auf Widerstand. Aus seiner Sicht liegt die Zuständigkeit beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF. Die Visa-Abteilungen der deutschen Botschaften etwa in Beirut oder Amman seien ohnehin massiv überlastet und könnten die vielen neuen Anträge nicht bearbeiten. Wenn sich Seehofer durchsetze, könnten pro Monat nur 20 Anträge genehmigt werden, so ein Spitzenbeamter des AA. Das ist weit weg von der im Koalitionsvertrag festgelegten Zahl 1000. Von der SPD wird vermutet, dass Seehofer um die mangelnden Kapazitäten der Konsularabteilungen weiß und mit seinem Vorschlag den Familiennachzug bewusst niedrig halten will. Aus Sicht des AA soll dagegen das BAMF die erste Prüfung der Fälle übernehmen, die Botschaften konnten bei einem positiven Bescheid dann den Rest des Verfahrens abwickeln. Eine Einigung über das Prozedere und den Gesetzentwurf ist nicht in Sicht. Seehofer kann mit dem Streit gut leben, denn ohne eine Einigung bleibt der Familiennachzug ausgesetzt. Dieses Thema stammt aus dem neuen Spiegel, ab Samstagmorgen erhältlich. Was im neuen Spiegel steht, erfahren Sie immer samstags in unserem kostenlosen Newsletter Die Lage, der sechsmal in der Woche erscheint, kompakt, analytisch, meinungsstark, geschrieben von der Chefredaktion oder den Leitern unseres Hauptstadtbüros in Berlin.